Ja, jetzt ist er nicht mehr einsam, jetzt ist er hier. Herzlich willkommen nochmal, Sarah Köhler, Florian Wellbrook bei uns im Sportstudio. Die Weltmeister, jetzt also auch deutsche Meister. Wissen Sie überhaupt noch, wohin mit den ganzen Medaillen, die Sie gerade gewinnen? Naja, die meisten liegen ehrlich gesagt irgendwo in der Schublade, aber die WM-Medaillen werden dann wahrscheinlich erstmal nicht verschwinden. In der Schublade? Ja. Okay, wohin kommen Ihre WM-Goldmedaillen? Die WM-Goldmedaillen kommen entweder in eine Vitrine oder wirklich an die Wand. Aber ich sag mal, die ganzen etwas kleineren, unwichtigeren Medaillen, die landen auch irgendwann im Schuhkarton. Im Schuhkarton? Ja. Ja. Jetzt, wo man Weltmeister ist, kann man sich das erlauben, oder? Ich denke doch, ja. Es ist jetzt eine knappe Woche her, dass Sie Weltmeister wurden. Wie oft haben Sie Ihre Rennen seitdem nochmal angeschaut? Ein, zwei Mal, Florian? Also das Freiwasserrennen habe ich mir einmal angeschaut, wirklich die vollen 2 Stunden. Und das Beckenschwimmen, die 1500 Meter, habe ich mir, glaube ich, 3, 4 Mal bis jetzt angeschaut. Okay, aber ich glaube, Sie können so oft gucken, wie Sie wollen, oder? Definitiv. Dann würde ich sagen, schauen wir gemeinsam nochmal drauf. Michael Kreuz, gerne, mit dem großen Erfolg der beiden. Sie sind jung, cool, schnell. Ein Powerpaar im Becken. Medaillengaranten. Die glänzenden Aushängeschilder im Deutschen Schwimmverband. Sarah Köhler und Florian Wellbrock. In der Einöde Andalusiens holen sie sich den WM-Schliff. Seite an Seite. Sie, die 25 Jahre alte Frankfurterin, die weiß, was sie will und was sie dafür tun muss. Er, 21 Jahre, ein Wettkampftyp, der ungern verliert, zielstrebig in den Dingen ist. Beiden gemein, die Vorliebe für die langen Strecken. Und die WM wird zu einem Festspiel des Duos, das sich so gerne quält, im Wasser. Der Auftakt unter freiem Himmel, die 10 Kilometer. Florian Wellbrock kämpft und glänzt im koreanischen Wellengang. Ein spektakuläres Finish, belohnt mit Gold. Ein emotionaler Moment. Und Sarah, seine Freundin, kurz darauf tritt sie in seine Fußstapfen. Mit Unterstützung, ein DSV-Quartett jubelt in der Freiwasserstaffel. Überraschungsgold und viel Motivation für die Beckenwettkämpfe. Die 1500 Meter Freistil mit Sarah Köhler, aber ohne die große Favoritin Katie Ledecky aus den USA. Die italienische Dauerrivalin Quadarella zu stark. Doch auch Köhler, schnell wie nie, hält das übrige Feld auf Abstand. Silber nach einem großartigen Rennen. Florian enttäuscht über die 800 Meter, doch sein großes Finale am Schlusstag. 1500 Meter, hier ist er Europameister. Und auch in Südkorea geht seine Taktik auf. Die letzten 200 Meter macht er das Tempo. Dramatisch, spektakulär, ein Finish mit goldenem Abschluss. Die herausragenden Akteure im DSV, das Powerpaar der Zukunft, Sarah Köhler und Florian Wellbrock. Und Florian, Sie sind der erste Athlet, der es geschafft hat, bei einer WM sowohl im Freiwasser als auch im Becken Gold zu holen. Das war also historisch. Wie lange hat es gedauert, bis Sie das begriffen haben, was Sie da geschafft haben? Ja, diesen historischen Coup, von dem alle momentan sprechen, der ist noch gar nicht so wirklich angekommen. Ich sehe das als 2 separate Medaillen. Das ist mittlerweile realisiert worden, aber dass ich jetzt was Historisches geschafft habe, das ist noch nicht da. Wie lange wird das dauern? Weiß ich nicht. Ich denke mal, nach dem Urlaub oder im Urlaub wird das irgendwann ankommen. Mhm. Sarah, wie ist es bei Ihnen? Alles schon begriffen? Nee, noch nicht so wirklich. Also als ich am Donnerstag hier bei den Deutschen Meisterschaften eingelaufen bin und das erste Mal dann gesagt wurde, die Vize-Weltmeisterin, das war schon schön, aber so ganz angekommen ist es irgendwie noch nicht. Sie haben ja beide im Freiwasser wie auch im Becken Medaillen geholt. Erklären Sie uns mal als Schwimmlaien, was ist so der größte Unterschied und was macht mehr Spaß? Ja, der größte Unterschied ist eigentlich, dass man im Beckenschwimmen zum größten Teil gegen sich selbst und ja, gegen seinen Verstand kämpfen muss. Also man ist da für sich allein und hat nur sich und die Uhr. Und im Freiwasser kommen natürlich solche Sachen dazu wie Wetterbedingungen. Also ist das Wasser kalt, warm, Wellen, Wind, das ist alles ein Faktor. Und man hat natürlich hier und da mal einen Ellbogen links und rechts. Das bleibt im Freiwasser nicht aus. Ich denke mal, das sind die größten Unterschiede. Wir können uns Ihr Finish auch nochmal angucken gegen den Franzosen Olivier. Da sieht man, das ist fast schon so eine Art Ringkampf im Wasser dann auch. Muss man als Freiwasserschwimmer ein besonderer Schlagschwimmer sein?
Würde ich jetzt nicht sagen. Also in dem Rennen, was ich hatte, waren die Männer, die mich überholt haben, eigentlich ziemlich fair mit mir. Bis auf einen einzigen, aber auch damit rechnet man vorher. Aber hier ist ja richtig. Ja, das ist schon ein bisschen härter, was da abging. Also das, was der Franzose da gemacht hat, das war auch sehr, sehr grenzwertig. Das hätte auch in einer roten Karte für den Franzosen enden können. Okay, weil er über sie drüber geschwommen ist? Genau, im Finish, das ist eigentlich ein No-Go. Aber da es am Ergebnis für mich jetzt nichts geändert hat, wurde er dann trotzdem gewertet. Ich würde gerne wissen, was Ihre Stärken und was Ihre Schwächen sind. Und zwar vom jeweils anderen. Fangen wir an mit den Stärken. Sarah, was ist Florians große Stärke? Das müssen Sie aber verdächtig lange überlegen. Nee, ich weiß gar nicht so genau, wie ich es ausdrücken soll. Also Flo ist wirklich jemand, der einfach ungern verliert. Der ist auf gut Deutsch gesagt echt angepisst, wenn er mal verliert. Letztes Jahr bei der EM in der Staffel, das hat ihn schon ein paar Tage lang angekratzt. Und das ist seine Stärke? Definitiv, ja. Weil ich glaube, das macht ihn so erfolgreich. Was ist Ihre Stärke? Ja, ich würde behaupten, dass ihre Stärke definitiv auch der Wettkampfcharakter ist. Also sie lässt sich da eigentlich nicht aus der Ruhe bringen, wenn jetzt irgendwelche großen Namen neben ihr stehen, wie eben eine Katie Ledecky oder eine Quadarella aus Italien. Das macht ihr, glaube ich, reichlich wenig. So, jetzt die Schwächen. Was ist seine Schwäche? Ein bisschen ungeduldig manchmal. Würde ich zustimmen, ja. Okay. In welchen Situationen? Unterschiedlich. Ja, Alltagssituationen, also im Wettkampf überhaupt nicht, aber so Alltagssituationen, manchmal vielleicht ein bisschen ungeduldig, wenn ich mal ein bisschen länger brauche für irgendwas. Was ist Ihre Schwäche, dass sie länger braucht für irgendwas? Das gar nicht mal. Ich glaube, ihre Schwäche ist, dass sie sich im Training manchmal doch zu leicht ablenken lässt von irgendwas, was gerade eigentlich gar nicht so wichtig ist. Stimmt das? Ja, das kommt, glaube ich, ganz gut hin. Also von Alltagsgeschichten? Ja, Uni, oder? Irgendwelche Sachen, die ich in dem Moment eigentlich gar nicht ändern kann und die auch eigentlich unwichtig sind. Da mache ich mir dann manchmal, glaube ich, an den falschen Zeitpunkten im Training darüber Gedanken. Gut, aber Uni, da ist es ja auch ein Wahnsinnspensum, was Sie da im Moment schieben. Sie studieren ja Jura neben der Sportlerkarriere her. Ich kenne Jurastudenten, die sagen, allein das Studium ist schon völlig überfordernd. Wie kriegen Sie das hin? Ich brauche so ein bisschen was für den Kopf einfach nebenbei. Also ich könnte jetzt nicht jetzt die ganzen Jahre, seit ich mit der Schule fertig bin, es sind jetzt 5 Jahre, hätte ich nicht nur zu Hause sitzen können und nur schwimmen machen können. Und ich habe auch Riesenunterstützung von meiner Uni in Heidelberg durch das Sportstipendium, was wir da noch haben. Das ist schon eine herausragende Unterstützung, die ich da bekomme. Jetzt sind Sie beide Weltmeister und wen man auch immer fragt, alle sagen, die beiden sollen jetzt bitteschön das deutsche Schwimmen retten. Können Sie das? Ich weiß nicht. Also ich würde jetzt schon so selbstbewusst sagen, dass wir für die Olympischen Spiele nächstes Jahr definitiv Medaillenkandidaten sind. Da gibt es aber noch ein paar andere, wie zum Beispiel eine Franziska Henke, Philipp Heinz, Marco Koch. Also wir sind da nicht ganz alleine, stehen jetzt durch unsere Medaillen vielleicht einfach nur ein bisschen mehr im Fokus. Sehe ich genauso, ja. Also Franziska Henke war ja schon Vize-Weltmeisterin vor 2 Jahren. Philipp Heinz ist auch schon mit ein paar Medaillen dekoriert. Marco Koch ist Weltmeister gewesen. Also liegt nicht alles auf Ihren Schultern? Nee, definitiv nicht. Ich glaube, das ist ganz gut verteilt. Ja. Was passiert jetzt mit Ihnen als Weltmeister? Ich glaube, wenn Sie jetzt in den USA leben würden, wenn Sie Amerikaner wären, dann wären Sie jetzt schon absolute Superstars und Sponsorenanfragen würden jeden Tag wahrscheinlich 500 kommen. Wie ist das hier in Deutschland? Was ist jetzt seitdem passiert? Gibt es Anfragen? Gibt klar Einladungen jetzt ins Sportstudio, logisch, aber auch sonst? Ja, das mediale Interesse ist natürlich im Moment jetzt gerade so kurz nach der WM ziemlich groß. Aber ich denke mal, es wird in den nächsten Wochen auch wieder ein bisschen nachlassen. Richtung Tokio mit Sicherheit auch wieder ein bisschen mehr werden. Aber vergleichbar mit Sportlern, die vielleicht auf unserem Niveau in den USA sind, ist es definitiv nicht. Wir haben eine Frage über Social Media bekommen von Carina, die fragt, was denkst du, Florian, über die Relation von Preisgeldern im Vergleich zu anderen Sportarten? Jetzt hat man gerade den Vergleich zu anderen Ländern, zu anderen Sportarten ist es natürlich noch größer, also zum Beispiel Fußball. Ich sag mal, wenn man das jetzt auf die Trainingsstunden in der Woche runterrechnet oder im Monat, ist es natürlich sehr, sehr unfair. Wir haben uns das nicht ausgesucht, dass wir im Gegensatz zu einem Fußballer jetzt deutlich weniger verdienen können, es aber auch nicht ändern. Und deswegen, wir wissen, was wir im Monat verdienen und verdienen können und können es nicht ändern. Deswegen
nehmen wir den Sport so als Leidenschaft mit und sind damit, denke ich mal, nicht unzufrieden. Mhm. Und sorgen ja beide auch für die Zukunft vor. Haben schon gehört, sie studiert Jura. Sie haben gerade ihre Ausbildung zum Immobilienkaufmann auch abgeschlossen, sind da also auch abgesichert. Preisgeld gab es jetzt wie viel? Preisgeld gab es für eine Goldmedaille $20.000. Ich glaube, für Silber waren es $15.000. Oh ja. Also das hat sich jetzt, sage ich mal, wenn ich es mit einem normalen 21-Jährigen vergleiche, schon gelohnt, was diesen Monat reinkam. Was passiert? Gutes Monatsgehalt, wenn es jeden Monat so wäre, ne? Sie sind natürlich jetzt auch das Traumpaar des deutschen Schwimmens. Klar, auch schon seit letztem Jahr, da sind Sie Europameister geworden. Sarah, Sie haben mal den Satz gesagt, ein großer Vorteil ist, dass wir uns gegenseitig nicht rechtfertigen müssen in unserer Beziehung. Was haben Sie damit gemeint? Andere in unserem Alter gehen mit Sicherheit Freitag, Samstag irgendwie abends weg, gehen feiern oder machen sonst irgendwas oder auch unter der Woche. Das ist bei uns nicht drin und wir haben auch jetzt, sag ich mal, nicht das Bedürfnis, irgendwie noch freitags abends wegzugehen. Das ist einfach normal. Da spricht man nicht drüber, gehen wir jetzt noch weg, gehen wir nicht weg. Man muss sich nicht dafür rechtfertigen, ob man zu irgendwas jetzt noch mal Lust hat oder nicht. Wenn beide vom Training kommen und da irgendwie ein Hammerset auf dem Trainingsplan stand, dann steht fest, dass man nach Hause geht, was isst und dann tot ins Bett fällt. Ist das manchmal auch ein bisschen schade, dass man auch relativ viel verpasst? Ich würde nicht behaupten, dass ich was verpasse. Also ich erlebe einfach andere Dinge und ich denke mal durchaus auch mehr als jetzt ein Normalsterblicher. Bin deutlich mehr in der Welt rumgekommen, deswegen diese Partyschiene, die ich eben wirklich verpasse, ich denke mal nicht, dass das irgendwie ein Minus ist. Mhm. Wer von Ihnen beiden ist eigentlich ehrgeiziger? Ich würde behaupten, ich. Es gab vor der WM einen sehr schönen Moment, da sind Sie von unserem ZDF-Kollegen Thomas Waag getrennt voneinander befragt worden. Das war fast so eine Art Herzblatt. Und die Frage lautete, wenn es nur eine Medaille für beide geben könnte bei dieser Weltmeisterschaft, wer von beiden soll sie bekommen? Und das waren die Antworten. Wenn ich das als seine Freundin beurteilen müsste, würde ich natürlich sagen ihm. Wenn ich es als Egoistin bezeichnen würde, dann mir selber. Aber als neutraler Mensch beiden. Wenn ich mich entscheiden müsste, wer die Medaille von uns beiden bekommt, dann würde ich sie nehmen. Sie sind schon die Diplomatischere, oder Sarah? Ein bisschen, ja, aber ich schätze ihn auch dafür, dass er so ehrlich ist. Und wenn es hart auf hart kommt, jeder Einzelsportler oder jeder, egal ob Einzelsportler oder in der Mannschaftssport, jeder würde die im Härtefall für sich selber nehmen. Jeder jetzt, trainiert so hart. Jetzt war natürlich auch nur scherzhaft gemeint. Jetzt könnte ich dieselbe Frage nochmal für Olympia nächstes Jahr stellen, aber die Antwort würde wahrscheinlich dieselbe sein, oder? Die Antwort ist dieselbe, ja. Ich bereue es auch nicht, dass ich es so gesagt habe. Also das ist, glaube ich, einfach meine Ehrlichkeit. Und natürlich trainiert sie auch wahnsinnig viel, aber da bin ich dann wirklich einfach Einzelsportler in dem Fall und würde auch wieder dieselbe Antwort wählen. Apropos Olympia, Sie sind natürlich jetzt auf den beiden Strecken, wo Sie gewonnen haben, auch mindestens mal Mitfavorit. Auf welcher der beiden Strecken, 1500 im Becken oder auch Freiwasser, würden Sie sagen, ist die Goldchance in Tokio größer? Da würde ich sagen, definitiv im Becken schwimmen. Das Freiwasserschwimmen ist immer so ein bisschen unberechenbar. Da kann im Finish auf den letzten 100 Metern wirklich viel passieren, weil man eben einen Ellbogen oder noch einen Schlag abbekommen kann oder ein Franzose klettert über einen drüber. da bin ich im Beckenschwimmen eben gewappnet, weil ich meine Bahn für mich alleine habe. Und deswegen ist das ein bisschen besser einzuschätzen. Mhm. Gibt es schon so eine Art Kribbeln vor Olympia oder ist das noch zu weit weg, Sarah? Ist noch zu weit weg. Wir haben ja jetzt die Saison noch nicht beendet. Die geht auch noch 3 Wochen für uns, bevor wir dann Urlaub haben. Aber ich denke mal, sobald die neue Saison beginnt, Mitte September, weiß man auch, was als nächstes ansteht. Was das Fernziel ist oder mittelfristige Ziel. Ich würde gerne eine Sache noch mit Ihnen besprechen. Da geht es um den Überschwimmer aus China, Sun Yang, der natürlich auch große Schlagzeilen produziert hat bei dieser Weltmeisterschaft. Ganz kurz zur Zusammenfassung. Er wurde vor ein paar Jahren schon mal wegen Dopings gesperrt. Letzten September hat er dann eine Dopingprobe zerstört und deswegen gab es jetzt Protest von einigen Sportlern. Wir sehen hier den Australier Horton, der hinter dem Podest stand bei der Siegerehrung, der sich geweigert hat, für ein Foto nach oben zu kommen und das war eben ein Protest gegen Sun Yang. Wie sehen Sie diesen Protest, den es jetzt von mehreren Athletinnen und Athleten gegen ihn gegeben hat? Also diesen Protest bei der Siegerehrung hat es ja von 2 Sportlern gegeben. Einmal von dem Australier McHorton, den wir gerade gesehen haben, und einmal von dem Briten Duncan Scott über die 200 Meter Kraul.
Ich persönlich habe vor diesem Protest bei dieser Siegerehrung Riesenrespekt. Also die Sportler können, glaube ich, immer noch ihre Medaille verlieren und auch das Preisgeld verlieren, was dahinter steht, und sind damit ein enormes Risiko eingegangen. Hätten Sie es auch gemacht? Weiß ich nicht. Also kann ich nicht beantworten. Wirklich weiß ich nicht. Also er hat ja seine Dopingprobe tatsächlich mit dem Hammer zerstören lassen. Und trotzdem hat der Weltverband gesagt, er darf starten. Tut der Weltverband zu wenig, Sarah? Ja, definitiv, um das ganz klar zu sagen. In dem Fall konnten wir es nicht ändern. Die Regeln sind so, wie sie sind. Er ist nicht für irgendwas verurteilt worden. Aber ich denke, der Weltverband, die FINA, ist da schon langsam wirklich in der Bedrängnis, da ein bisschen mehr zu tun. Die Frage ist natürlich auch, warum nimmt man einen Hammer mit zu einer Dopingprobe? Ja. Ich habe da andere Sachen dabei. Abschließende Frage. Wann geht's in den Urlaub? Ende August, in 3 Wochen. Okay. Und ich hoffe, irgendwohin, wo es kein Wasser gibt? Nee, tatsächlich nicht. Wir fliegen nach Ägypten und da wird hoffentlich Pool und Strand präsent sein. Aber nicht ohne Schwimmen? Naja, planschen gehen, aber kein Bahnschwimmen. Planschen ist okay. Planschen ist okay. Dann sage ich ganz herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Sie müssen morgen früh aufstehen, denn es gibt auch schon wieder Vorläufe und Finalläufe. Auch morgen sind Sie wieder dran. Herzlichen Dank, dass Sie heute noch bei uns waren, heute Abend. Danke. Sarah Köhler, Florian Welser. Danke. Weltmeister.